Machst du es auf? Weißt du was? Ich glaube nicht. Aber wieso? Mein Vater und ich, das ist eine komplizierte Geschichte. נטע שלי, לעולם אל תשכחי מה עשו הגרמנים לסבא וסבתא. אין כפרה ואין סליחה. אבא. Vater war umgeben von Geschichte. Sie hat ihn verfolgt, immer und überall, wie ein Schatten. Ich war auch umgeben von Geschichte. Ich bin so aufgewachsen. Wir waren alle umgeben von Geschichte. Und dann habe ich dich getroffen. Du kamst aus der Welt, die wir zurücklassen mussten. Und für mich war das ein Neuanfang. An den Teil kann ich mich ja gut erinnern. Aber du warst nicht dabei, als ich ihm von dir erzählt habe. Thank you.
hat mir überhaupt nicht zugehört. Er wollte dich nicht kennenlernen. Und am Ende hat er gesagt, Kol ha'olam negdeinu. Hu tamid haya negdeinu. Rak po anachnu b'tuchim ve'at rotza la'azov ve'davka le'Germania? Bevakasha, si. Rak al titpal'i kshe'ailadim shelach yimtzeu et atzman begirsa achshavit shel Auschwitz. Ich musste gehen, auch wenn das bedeutet hätte, dass wir nie mehr ein Wort miteinander reden. Hem lo ishtanu bichlal, at tiri. Hem nisharu bidyuk otam rotzchim shemeachorei shulchanot haktiva. Ma kvar tzarich kedei laharog ben adam? רק חותמת אחת קטנה. Berlin war für mich genau das, was ich mir erhofft hatte. Ich habe mich sofort in die Stadt verliebt. Das war ein toller Sommer. Du warst wie ein Kind im Süßwarenladen. Man verliebt sich schnell in eine Stadt, wenn man sie durch die Augen von jemandem sieht, den man liebt. Lektion 2b. Die Familie. Der Vater. Die Mutter. Die Großmutter. Mutti, Mutti, wo bist du? Et kvar yodat ma ze omer? Kach ha-saba shelach haya zoek mitoch shena. Shanim hayiti makshiv lo. Mechapes et ima shelo hane'elemet b'chalomot. קורא לה בשפה המאושעת שהרגה אותה. הם היו של ברלין ושמחו בה. הם בנו בה בתים בטוחים. אך העיר השתנתה ובין רגע את הבית ריסקה לרסיסים. שוב ושוב ההיסטוריה מוכיחה שאין מקום בשבילנו בגרמניה. מתי כבר נבין שבכל פעם מחדש שולחים אותנו לאום של הקפלץ? עד מתי תעלים מרצונך החופשי לרכבת אל הגיהנום? שקט! תעזוב אותי כבר! Ich habe die Worte meines Vaters nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Diese Erinnerungen an Dinge, die nicht mir selbst passiert waren. Sie waren die ganze Zeit bei mir.
geschossen. Seine Geschichte muss nicht meine sein. Was ist das? Das riecht wie bei meiner Großmutter. Das sind Schupfnudeln. Schupfnudeln. Wo kommst du her? Ich wohne hier, um die Ecke. Ah, verstehe. Nette Gegend. Aber teuer hier. Heutzutage ist das was für Reiche. Aber ich habe gemeint, wo kommst du her? Aus welchem Land? Ich bin aus Israel. Kann ich etwas davon haben, bitte? Ja, sicher. Israel ist auch ein sehr reiches Land, ja? Warum? Weil alle da Juden sind, oder? Es ist unter der Oberfläche. Man kann es nicht immer sehen. Aber es ist noch da. Was, wenn mein Vater die ganze Zeit recht gehabt hat? Was mache ich hier? Ich denke, wir sind hier, weil du so bist, wie du bist. Du hast keine Angst davor, ein Paket zu öffnen.